glaube, den Spruch kennt jeder. An die Geschichte kann sich, glaube ich, nicht jeder mehr so ganz genau erinnern. Also es war damals, als ich beim ersten FC Köln gespielt habe. Pokal-Halbfinale gegen Duisburg. Ich hatte vorher schon eine gelbe Karte im Pokalwettbewerb und wäre dann bei der nächsten gelben Karte fürs Finale gesperrt gewesen. Ja, wir haben 2-0 geführt. Und ja, ich hatte schon die gelbe Karte und dann kam halt ein Ball, den habe ich weggeschossen und Markus Merk damals war Schiedsrichter und der hat mir dann die rote Karte gegeben. Das wäre dann damals so gewesen, dass ich dann für die Bundesliga gesperrt worden wäre und hätte dann aber im Pokalfinale spielen können. Mhm. Kann das nur ja noch so. Mein damaliger Trainer, der Erich Rutemöller, der hat mir da so ein paar Steine in den Weg gelegt. Der hat also dann vor laufender Kamera nach dem Spiel gesagt, der Otze, komm, mach es, hol dir die rote Karte.